Ja, hallo Freunde, in dem folgenden Video will ich euch zeigen, wie ihr eure Android-Smartphone routen könnt. Ja, das bedeutet einfach, dass wir über unserem Android-System hier Super-User oder ja, beziehungsweise Admin-Rechte erlangen, warum auch immer wir diese brauchen. Einziger Nachteil hier ist, dass ja, vielleicht Malware oder Schad Software sich schneller einschleichen kann. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ansonsten kann man ganz viele andere tolle Dinge machen. Genau, ich habe jetzt hier ein Samsung S7 mit Android 6.0.1 als Betriebssystem. Und das werden wir jetzt ja, mal schnell routen. Als allererstes, ganz, ganz, ganz wichtig, bevor wir überhaupt irgendetwas machen, ist, müssen wir uns ein Backup erstellen, ganz dringend, ja. Auch unsere Daten sichern und alles. Denn es kann vielleicht auch mal was schief gehen oder wir machen etwas falsch und dann sind die Daten ganz schnell weg. Vielleicht an der Stelle noch mal ein Hinweis und zwar das Nachmachen hier. Geschieht auf eigene Gefahr. Ja, ich übernehme da keinerlei Haftung irgendwie, wenn da was schief läuft. Deswegen, ja, bitte nur nachmachen, wenn ihr euch da hundertprozentig sicher seid. Ansonsten, ja, lieber sein lassen. Genau, also Backup habe ich mir schon erstellt. Jetzt können wir mit dem nächsten Schritt weitermachen. Und zwar müssen wir ein paar Einstellungen hier ändern auf unserem Smartphone. Und zwar haben wir hier einmal dieses Entwickleroptionen, beziehungsweise wenn ihr diesen Menüpunkt hier nicht habt, ja, das ist standardmäßig deaktiviert, das muss aktiviert werden. Das könnt ihr aktivieren hier unter Geräteinformationen und dann irgendwo hier Softwareinfo, glaube ich. Genau, und dann haben wir hier die Bildnummer. Einfach 5, 6, 7 Mal draufklicken oder tippen, bis dann hier die ja, Bestätigung erscheint, dass das aktiviert wurde. Bei mir ist jetzt schon bereits aktiviert. Genau, nachdem wir das gemacht haben, dann gehen wir hier auf unsere Entwickleroptionen und hier haben wir einmal diese OEM-Entsperrung. Ja, das muss aktiviert werden, damit das Routen klappt. Funktioniert und diese Funktion hier USB Debugging, ja, das muss auch aktiviert werden. Das war's erstmal alles hier am Smartphone. Als nächstes brauchen wir noch hier ein paar Dateien hier, die können wir uns aus dem Internet kostenlos herunterladen. Die Links dazu findet ihr hier unter das Video. Und zwar brauchen wir einmal hier diese Samsung USB Driver for Mobile Phones. Dann brauchen wir Odin 3, ja, ein kleines Programm, beziehungsweise die Version 3 ist jetzt aktuell. Und dann brauchen wir hier noch eine kleine Datei, um ja, um das Handy zu routen, ja. Das brauchen wir einmal, damit das Handy erkannt wird im Download-Modus. Das brauchen wir, um diese Datei hier auf dem Handy hochzuladen. Genau, jetzt können wir das Handy einmal ausschalten. Ich mache das jetzt mal. Zack. Und ausschalten. Wenn das aus ist, müssen wir das wieder einschalten. Und zwar in den Download-Modus. Ja, das machen wir, indem wir also dieses Home-Button hier, die Home-Taste, die Minus-Taste von der Lautstärke, ja, wo wir das Handy leise machen quasi. Und dann den Power-Button hier, die Power-Taste. Wir müssen alle drei gleichzeitig gedrückt halten. Ich mache das jetzt mal. Zack, zack, zack. Einfach kurz gedrückt halten und dann sollte das Handy jetzt in den Download-Modus starten.
Genau, dann einfach gedrückt halten, bis dieses Fenster hier erscheint, diese Meldung, beziehungsweise Warnung. Jetzt müssen wir nochmal bestätigen, und zwar mit der Plus-Taste von der Lautstärke, dass wir das Smartphone hier ja in den Download-Modus starten wollen. Ich habe das jetzt bestätigt, dann sieht es hier so aus. Ja. Nachdem wir das gemacht haben, also ganz wichtig ist, das Smartphone muss natürlich mit dem PC verbunden sein, ja, ganz wichtig, damit das, ja, damit wir das machen können. Jetzt müssen wir uns unsere Dateien hier, den Kabel als erstes vielleicht dieses USB-Kabel-Driver installieren. Ich habe das jetzt schon gemacht. Bei mir irgendwie, genau, zack, einfach bestätigen nochmal und dann startet schon die Installationsroutine. Bei mir ist das jetzt schon installiert, ich breche mal ab an der Stelle. Danach starten wir das Programm hier, Odin, ja, die Exe-Datei. Genau, dann sieht es hier so aus, das können wir hier schließen. Und hier haben wir auf der linken Seite die Meldung hier added, ja, dass das bedeutet, dass das Handy jetzt verbunden ist und erkannt wurde und ja, verbunden ist. Danach machen wir hier ein Häkchen bei AP, klicken auf AP, ja, hier. Und dann müssen wir jetzt unsere, genau, die Datei hier, diese, die mit .tar.md5 endet, einfach mit einem Doppelklick hier laden und dann einfach auf Start klicken. Ja, dann wird die Datei hochgeladen auf dem Smartphone. Ja, hier sehen wir einmal, genau, passt alles grün, das passt alles. Hier sehen wir nochmal alles completed, eins von Success One, Failed 0, Removed. Okay, jetzt ist das Handy schon geroutet eigentlich. Das startet jetzt hier einmal neu. Hier können wir einfach rausgehen hier. Zack. Und hier müssen wir wahrscheinlich, genau, das dauert jetzt ein bisschen. Das kann sein, dass es auch mehrmals neu startet. Wir müssen einfach geduldig sein an der Stelle. Und wenn das jetzt neu startet, dann ist es schon, ja, sozusagen geroutet. Und schon können wir, ja, das läuft alles automatisch. Ich gebe mal mein PIN hier ein. Zack, zack, zack. Okay, und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, dann ja, fährt das hoch und alle Daten sind auch noch da. Wir warten mal kurz ab, bis das startet. Genau. Jetzt brauchen wir noch mal den hier. Zack, falsch. Ups. Okay. Irgendwie ich das nicht hin. Okay, jetzt habe ich geschafft. Ein PIN eingegeben. Ja, das startet jetzt mehrmals neu. Das war jetzt. Jetzt fährt es wieder hoch. Dauert eben ein bisschen. Ja, da müssen wir einfach abwarten, bis hier da durch ist. Okay, jetzt nochmal den PIN eingeben.
Okay, nochmal. Ich hoffe, dass es jetzt gut ist und unser Betriebssystem hier startet. Sieht, glaube ich, gut aus. Genau, jetzt kommt hier noch ein Update irgendwie. Genau, jetzt wird das gestartet. Und schon können wir jetzt überprüfen. Ich gebe da nochmal meinen PIN ein. Okay, genau. Jetzt kann ich vielleicht hier mein Phone Explorer starten. Wo ist das jetzt hier? Zack. Zack. Dann kann man vielleicht besser sehen. Und jetzt, also ich habe jetzt hier diese App hier schon installiert, Root Checker. Dann können wir jetzt direkt überprüfen, ob das Handy geroutet ist. Ja, damit können wir überprüfen, ob das funktioniert hat alles. Und wie wir sehen können hier, Congratulations, Root Access is properly installed on this device. Also das Handy ist jetzt schon geroutet. Und jetzt ja, können wir tun und machen, was wir möchten, wie MAC-Adresse ändern und so weiter. Das war es eigentlich auch schon alles, was vielleicht noch als kleiner Hinweis, da gibt es irgendwo, habe ich noch, genau, zum Beispiel hier SuperSU, das ist ein kleines Programm und hier kann man das auch installieren und dann kann man immer sehen, wenn ein Programm ja, hier Super-User-Rechte braucht, dann meldet sich hier der Super-SU und wir können dann nochmal bestätigen, ob wir das erlauben oder nicht. Zack. Genau, das war's auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit irgendwie ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.